Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir machen heute mal wieder drei Rezepte in einem, und zwar Buns, Burger und Zwiebelchutney. Viel Spaß! Und hier sind die Zutaten für unsere Burger Buns. 150 ml Wasser, 80 ml Milch, 20 Gramm Zucker, ein halber Hefewürfel, 500 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Salz, 80 Gramm weiche Butter, ein Ei. Dazu brauchen wir noch ein Ei, das wir mit einem Esslöffel Wasser verquirlen. Und Sesam brauchen wir noch. Die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer in der Infobox. Für unsere Burger Buns habe ich nun 150 ml Wasser, lauwarmes Wasser und 80 ml lauwarme Milch mit dem Zucker, da sind übrigens 3 Esslöffel, diese 20 Gramm, und einen halben Würfel Hefe. Den habe ich da reingegeben, das Ganze werde ich jetzt vermengen. Ja, und dann geht's weiter. Zu unserem Mehl, das sind 500 Gramm, habe ich 1,5 Teelöffel Salz noch gegeben. Sieht man das irgendwo? Da sind sie. Und ich gieße nun unsere Milch-Wasser-Hefe-Zuckermischung in das Mehl, auf das Mehl. So. Nun kommt gleich noch unsere Butter dazu und dann kann das Ganze geknetet werden. Wie schon angekündigt, kommt nun unsere Butter noch dazu. Ich mache die immer etwas flüssig. Ob man das so machen kann, weiß ich nicht. Es darf nur nicht zu heiß sein, wegen der Hefe. Wie schon gesagt, jetzt wird gequirlt. So sieht nun unser Teig aus, der nicht gequirlt, sondern geknetet wurde. Ich decke den jetzt nochmal mit einem Handtuch zu und da darf er eine Stunde ruhen. Ja, während der Teig für unsere Buns ruht, wenden wir uns dem Zwiebelchutney zu. Ja, wir machen jetzt weiter mit unserem Zwiebelchutney. Dazu brauchen wir 500 Gramm rote Zwiebeln, die wir klein hacken. 50 ml Weißweinessig, 200 ml Rotwein, 100 ml Orangensaft, 30 Gramm braunen Zucker, 2 bis 3 Esslöffel Preiselbeeren, 1 Teelöffel Senfkörner, 1 Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel zerstoßener Wacholderbeeren, dazu noch Pfeffer. 50 ml Weißweinessig sind im Topf, wie ihr seht. Dazu kommen die 100 ml Orangensaft, 200 ml Rotwein, da bleibt jetzt noch ein guter Schluck für mich drin über, weil das waren 250. Hast du dir dann auch verdient. Na, vielen Dank auch. Die kleingeschnittenen Zwiebeln kommen rein. Übrigens, zum Kleinschneiden zieht Handschuhe an. Ne? Ihr seht, seht ihr, wie schön rot die werden, die Finger. Da habe ich jetzt noch ein paar Tage was von. Oder einmal Badewanne bei dem Wetter. Richtig, bei 35 Grad in die Badewanne. Genau. Ein Teelöffel Salz kommt dazu. Unsere zerstoßenen Wacholderbeeren. Die Senfkörner. 30 Gramm Rohrzucker. Und 2 bis 3 Esslöffel, ich drehe sie mal um, von unseren Preiselbeeren. Machen wir 3. So. Das Ganze kommt jetzt auf den Herd und darf richtig schön lange einkochen, so dass es ein richtig schönes Chutney wird. Ich denke, halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar eine Stunde müsste es köcheln. Und dann, denke ich, sehen wir uns wieder. Und wie soll es anders sein?
Familie Tina hat wieder was vergessen. Den frisch gemahlenen Pfeffer. Der kommt nun auch noch mit dazu. Und wie gesagt, das Ganze darf nun köcheln. Das ist nun unser fertiges Zwiebelchutney. 1,5 Stunden hat es gedauert, aber ich sage euch, vom Geruch her, Geschmack super. Die 1,5 Stunden haben sich gelohnt. Aus dem gegangenen Teig forme ich jetzt eine Rolle, so in etwa, und steche dann für die Burger Patties. Burger Buns, genau. Zu den Patties kommen wir später. Genau, steche halt so ab und forme daraus die Buns. So sollen die dann hinterher aussehen. Ja, das gleiche machst du mit den anderen auch, ne? Das mache ich mit den anderen auch, die forme ich auch so. Und dann dürfen die noch mal eine Stunde gehen unter einem feuchten Geschirrhandtuch und an einem Ort, wo es schön warm ist. Ist ja heute hier überall. Stimmt. Okay, wenn wir soweit sind, dann geht's hier weiter, ne? Genau. So sehen unsere Burger Buns aus. Nicht alle schön gleichmäßig, aber ja, kriege ich halt nicht hin. So, das Ganze streichen wir mit dem Ei und dem Esslöffel Wasser. Das Ganze habe ich gemischt. Damit streichen wir die Burger Buns ein. So. Und ich habe hier, kommst du irgendwie an? Ja. Sesam und schwarzen Kreuzkümmel. Nennt sich das? Ne, Schwarzkümmel nennt sich das Ganze. Da streue ich halt drüber. Mit den anderen drei verfahren wir genauso und dann geht's auf den Grill. Der Pizzastein ist vorgeheizt, nehme ich an. Der ist vorgeheizt. Gut. Ja, dann kann es auch schon losgehen. Hier nun unser Pizzastein und jetzt kommen. Na denn. Ah, die gehen noch auf. Hoffentlich. Oh, warte mal, weißt du, was wir vergessen haben? Nein. Ein bisschen Mehl drunter zu machen. Lass den noch drauf. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es zu spät. Die kriegen wir auch ohne Mehl wieder runter. Na, das hoffe ich. So, Deckel geht zu. Und dann schauen wir mal. 15, 20 Minuten sollen sie. Ja, mal schauen. Ja, die Buns sind fertig, kommen jetzt runter und dann gehen wir rein und wenden uns unseren Burger Patties zu. So Freunde, jetzt bereiten wir unsere Burger Patties vor. Wir haben hier das Rinderhack. Da mache ich jetzt ungefähr 3 Esslöffel von einem Burgergewürz. Was habe ich hier? Boah, ich muss erstmal suchen. Hör auf zu wackeln. So. Ist ja auch egal. Nimmt jeder das, was er möchte. So, hier habe ich jetzt Worcester Soße. Oh, die will nicht. Die will nicht. So. Einen Esslöffel nehmen wir davon und genauso. Die ist nicht zum Schrauben, die ist zum Klappen. Die ist zum Klappen, okay, danke schön. Geht auch schneller. Genau. Von der Sojasauce. Ja, das alles vermengen wir jetzt und formen dann Burger Patties draus. Ja, Freunde, bevor es losgeht und unsere Patties, die jetzt geformt sind, auf den Grill gehen. Hier nochmal ein Überblick über unsere Zutaten. Unsere Burger Patties.
Burger Buns, nicht Burger Patties. Also Burger Patties. Ja, ja, das Burger ist schon Buns. Das ist alles richtig. Okay, weiter. Okay, hier haben wir Ziegenkäse, unser vorbereitetes Zwiebelchutney, etwas Senf brauchen wir und Rucola. Ja, der Grill ist vorgeheizt. Gleich schmeiße ich die Burger Patties drauf. Burger Patties. Okay? Okay. Gut. So, es ist soweit. Unsere Burger Patties kommen jetzt auf den Grill. Schön geformt, habe ich mir extra Mühe gegeben. Ja, und wenn die dann fertig sind, also kurz vor Ende der Garzeit, kommen unsere Buns noch mal oben in diesen Bereich, dass ich sie noch ein bisschen warm mache. Und wir sehen uns dann wieder, wenn unser Burger fertiggestellt wird. So, Freunde, jetzt wird unser Burger zusammengebaut. Es kommt ein bisschen Senf drauf auf unserem Bun. Genau, dann etwas Rucola. So, dann hole ich den Burger. Ja. Zack. Dann. Ziegenkäserolle. Dann unser Zwiebelchutney. Genau. Das vielleicht total lecker ist. Vielleicht ein bisschen drunter backen sollen, ne? Nee, das ist schon okay. Das hätte dann doch ein bisschen flüssiger sein können für die Geschichte. Nein. So. Das ist schon okay. Deckel drauf. Deckel drauf. Ja, fertig ist unser Burger. Ja, Kühnes Kochkanal wünscht guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Selbstgemachte Buns sind immer am besten. Die Burger macht sowieso jeder, wie er möchte, aber das Zwiebelchutney, sowas von lecker, eignet sich nicht nur für Burger jetzt. Denke mal, passt auch gut als Topping zum Steak. Ja, probiert es einfach aus, das ist total lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar, abonnieren könnt ihr unten rechts. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und schönen Sonntag noch.